Ihr habt euch eingeschrieben für eine ordentliche Portion Ohrenschmerz. Wer steht denn alles auf guten, billigen, schlechten 90er Jahre Techno Rave? Ich nicht. Trotzdem geben wir uns das heute. Ich erspare euch noch das Übel, ne? Ich habe noch. Zum Sega-Spiel namens Comic Zone, das war drauf, damit habe ich mich dann beschäftigt. War ganz nett. Ob wir dazu Gameplay finden? Das Sega-Spiel Comic Zone? Ob wir dazu was finden? Das hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen. Jetzt während des Streams irgendwas runterladen ist schlecht. Wo ist die Musik? Die Musik habe ich aus einem ganz gewissen Grund im Moment nicht an. Den werdet ihr schon noch heute Abend erfahren. Das ist der Grund, warum ich sage, ihr werdet heute Abend leiden. Beziehungsweise ganz schnell wieder verschwinden, je nachdem. Mal abwarten. Also sagen wir, Markus redet ja von dieser tollen Techno-Mix-CD aus dem Jahre 1996 von Sonic hier. Naja, wollen wir da mal reinhören. Das ist doch noch richtig Musik hier damals. Deswegen sage ich, es wird einem wehtun, die sind alle so. Ja, Mann. Na, habe ich zu viel mal versprochen? Der Profi hat genug Rekord. Der Flaui mag es so leid. Ich mag es so leid. Mach's aus. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Oh boy, was ist das? Ja, das ist eine offizielle Sonic-CD. Was haben wir hier noch so tolles Zeug? Das ist Air Rave. Sonic Metropolis Trans Zone. Trans Version von Sonic Metropolis Zone. Ich wippe ihm im Kopf rum. Meine Kindheit, sie bröckelt. Hallo, Kersi! Lucario, du willst mir nicht erzählen, du hast ehrlich Hoffnung aus einem wir schneiden was über eine Sonic Techno CD zusammen, kommst du raus ohne ein Ohrwurm. Ich hab jetzt schon Ohrwurm von They call me Sonic. Das Beste habe ich noch gar nicht gezeigt. Markus wird nämlich noch gleich das hier erwähnen. Zu dem ersten Track, den wir uns gerade angehört haben, gibt es noch ein wunderbares Musikvideo. In einer Auflösung, wie sie einem Nokia 3310 würdig ist. Das geben wir uns gleich auch noch volle Möhre hier. Schlecht gelaufen, weil ich wieder streame. Ja, und vor allem, weil ich dann direkt hier ankomme mit... Okay, sorry. Fangen wir nicht direkt nochmal an. Ja, und außerdem war halt ein Musikvideo drauf. Zwar in einer Qualität oder in einer Größe von, keine Ahnung, gefühlt 40 mal 80 Pixel. Nicht übertrieben. Winzig, aber es war so ein schönes... Sie nennen mich Schall. Ja, anders kann man die Musik da echt nicht nennen. Das kann man nicht mehr Musik nennen. Das ist maximal noch Schall. Ja, echt, was soll denn mit der hohen Stimme? Das ist halt so richtig Classic Elektro-Music aus dem Jahr 1996 oder so, um die Zeit halt herum. Was haben die sich damals gedacht? Das klingt alles so scheiße, was hier drauf ist. Supersonic Racing. Oh, nee. Sonic. Sonic! Das ist irgendwie Exxon, oder? Wie heißt das? Na. Entering Death Exxon. Ich glaube, das sollte Eggman sein, der so redet.
Hilfe! Ich soll ein gut gelaunt sein, ich glaube, ich habe eher einen Todeswunsch heute, Brumpi. Ich feiere so Schrott richtig. Bei They Call Me Sonic, ach so. Oh nein! Bitte stellt euch einmal ganz kurz den... ihr mögt doch alle Julian Bam als Stimme von Sonic nicht. Jetzt stellt euch einfach mal kurz vor, das wäre die Stimme von Sonic für den Film. Suicide Rate raises to 200%. Sonic auch aus der Ego-Perspektive, wie er durch die Queen Hill Zone rennt und auf Looping geht, das sah ja eigentlich wie eben aus, so ziemlich. Ja, das ist keine Ego-Perspektive gewesen, ich weiß. Aus, so ziemlich. Wie lange halte ich euch jetzt noch das Musikvideo vor, bevor wir uns das auch noch geben? Ich sag mal so, das sieht aus, wie die Musik klingt. Also wir haben diese Woche Montag Weihnachtsgedichte bekommen. Wir haben als Thema Jugendsprache. Also meinte unser Lehrer, es wäre eine gute Idee, einen 9. Jahrgang E-Kurs Weihnachtsgedichte in Jugendsprache zu übersetzen. Da habe ich O Tannenbaum gewählt. Was ich daraus gemacht habe, OMG Tannentree. Alter, das ist klasse. They call me Sonic 8 Hours Version Incoming. Oh no. Ich habe nur ein 8-Stunden-Video gemacht. Und ich bete, dass es das letzte sein wird. War das schon die Hölle von heute? Die Hölle von heute, die präsentiere ich jetzt. Ja, sieht das erste Bild hier von nicht schon toll aus. Komm, das geben wir uns mal ein Vollbild hier. Ist das Video-Quality oder was? Was sind das für komische Tiles, die da rumfliegen? Und ein komischer Ring, der halt irgendwie halb ausgeschnitten. So dachte man damals, muss man Techno-Videos schneiden, ne? Da musst du die Drogen so gar nicht mehr nehmen, das Video sieht schon so aus. Was ist passiert? Da hier, das ist dieser Ego-Perspektiven-Kram, den Markus erwähnt hat. Hol dein Bart. Besser als der Sonic-Film, ja Mann. So, das sind schon die einzelnen Videoelemente. Ausgang fängt schon wieder von vorne an, ne? All you need, God. Das ist doch ein Video. Okay, wir haben, glaube ich, jetzt genug davon gegeben. Der Flaui hat ein Trauma. Ja, zu Recht. Ich kann hier nur lachen, weil mein Hirn schon gebrochen ist. Oh Bluesy Baum, wie groß sind deine Schneidekünste? Ich dachte, jetzt kommt eher jetzt, oh, wie sehr hast du einen an der Waffe? Der Song oder die Animation, das nimmt sich, glaube ich, jeweils nichts. Stell dir vor, ihr habt einen Schlafanalyser und dann seht ihr das, was würdet ihr tun? Der Alexomania haut als erster ab. So, dann kann man sich nicht weggeben. Ja, dann bye. Bis zum nächsten Mal. Und dann einfach hier noch den Refrain hinten rauslassen, sondern machen wir dann noch das Outro oder so. Flavi, das Ding ist, ich glaube, wenn ich die andere Musik anmache, gemeinsam klingt das noch beschissener. Wir machen ja, also das Video ist kurz, wir sind hiermit bald durch. Oh, der Brumpi küsst mich ins Knie. Ist das nicht cute? Oh, der Brumpi küsst mich ins Knie. Ist das nicht cute? Markus war doch Kind, als er diese Musik gehört. Seine Kindheit wurde also sehr früh zerstört. Das Ding ist, der war damals noch klein. Ich glaube, der hat das sogar gerne angehört.
Das war damals der heiße Scheiß. Mit, naja, Sonic auch aus der Ego-Perspektive. Ach du meine Güte. Mehr Sounds gleichzeitig ging jetzt nicht mehr, ne? Na, wer von euch hat jetzt Bock, dass wir uns noch die ganze CD da geben? Oh no! Wenn du so ein bisschen Musik hören? Du willst Musik hören? Ja, sag das doch! Was haben wir denn hier Schönes? Sonic Metropolis Zone hatten wir doch gerade eben schon. Wing Fortress Rave. Like it, hörst du. Es ist Rave, das wiederholt sich jetzt noch 3 Stunden erstmal, bevor das Lied anfängt. Wenn der Alex Wayne erst direkt wieder raus. Sechs Stunden später. Tut überhaupt nicht weh, das Gepiepste da. Oh nee, ey. Hilfe! Ich werde nachts so überhaupt nicht schlafen können, ne? Die ganze Zeit werde ich das im Kopf haben. 40 macht's Pixel. Wenn ich es vergesse, erinnert mich dran, sobald irgendwie sobald der Sonic-Film rauskommt, machen wir irgendwie so mit dem Trailer was zusammenstellen mit dem Titelsong hier. Machen wir da irgendwas zusammenbasteln. Ein gesamtes Jahrtausend später. Party Stream, ja Mann. Stell dich vor, Markus würde jetzt zuschauen. Entweder würde er Panik bekommen oder sich einen kaputt lachen. Oder eine Größe. Nee. Einfach 0,3 Sekunden irgendwie einfach hier 3D-Animation hier. Oder eine Größe. So zack, wieder weg. Von keine Ahnung, gefühlt 40 mal 80 Pixel. Was soll dieser Schnitt hier? Warum haben die da irgendwelche Szenen so übereinander mit so einem wackelnden Rahmen? Und was soll der Schwachsinn? Das war halt 1996, da hielt man sich damit für cool. Also wirklich. Ja, schon wieder. Hier. Hallo Kani, das ist dein Begrüßungslied. Au, diese Stimme ist ja noch schlimmer. Aua! Mach das Piano da weg. Tschüss. Alter. Das ist ja noch beschissen. Hallo Kani, das ist dein Begrüßungslied. Au, diese Stimme ist ja noch schlimmer. Mach das Piano da weg! Tschüss! Alter! Das ist ja noch beschissen! Ich dachte, schlimmer geht's nicht mehr und dann kam das! Okay, was haben wir noch? Warte, was? Extended? Ja, Extended Version. Es gibt halt von dem They Call Me Sonic einfach hier drauf noch eine Extended Version. Oh shit. Ja, das, weil die 3-Minuten Version nicht genug war, dann kannst du hier die 5-Minuten Version davon geben. Oh no.
King of the Ring. Wer überlebt das so lange? Keine Ahnung. Was hat das mit Sonic zu tun gerade? Jetzt bräuchte ich eine Facecam, wie ich hier hüppe. Oh shit. Entweder rettet euch gerade der Kaki oder er doomt euch, je nachdem, was gerade diese Video-Reaction ist, die er möchte. An sich, ich denke, wir haben das hier aber so eigentlich schon fertig. Wie gesagt, es ist kurz. Wir haben lauter schlechte 3D-Animationen. Eigentlich müssten wir so jetzt einen von den richtig Kack-Übergängen und so raussuchen dafür. Zone zum Sega-Spiel namens Comic. Aber okay, so kacke jetzt auch nicht. Du magst diesen alten Techno-Shit? Ich verspreche dir, du wirst diesen alten Techno-Shit nicht mögen. Oder du solltest ihn nicht mögen. Ja, feierbar ist es, aber ich... Sag mal, was gut nenne ich dann doch nochmal was anderes. Da muss man die Definition splittern, glaube ich. Ich weiß allerdings, wovon ich jetzt definitiv Ohrwurm die nächsten 3 Wochen haben werde. Gibt's krasseren? Ja, pass mal auf. Final Zone, die haben wir noch nicht gehört. Enter the Final Zone. What? Sein Verstand verliert, ja. Mario gibt's safe doch auch so irgendein Mist. Fängt das Lied auch noch an oder ist das nur das da jetzt? Hat er das voll gefeiert, dazu klein was dazu. Ist es bei mir hängen geblieben? Cool. Im Video kommt das. Hashtag Enter the Final Zone. Das geht echt nur. Und irgendwie versuche ein bisschen zu sehr mythisch zu sein, aber hat was. Alter, voll abspaced hier. Scooter ist nichts dagegen. Hyper, hyper! Oh nein, jetzt habe ich das wieder im Kopf. Ah. Ey, ihr kennt doch bitte alle auch hier die eine
Sonnigen Tales, das war so, eben so richtig schlimm. Browser geschlossen, yay. How much is it? Da 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 da. Dann, wenn man eine Weltabrissparty machen will, dann läuft das, ne? Als hätte Markus das gesungen. Lass den das nicht hören. Hilfe! Oh nein, ey, ich kann nicht mehr. Ich weiß, es gibt guten Techno, das will ich ja nicht sagen. Ich will ja nicht den Techno diffamieren. Aber das ist so way out of this. Also ich meine natürlich, das hier ist deutlich besser. Ich muss echt unbedingt, sobald der Sonic-Film rauskommt, mache ich mit dem Trailer und dem Titelsong hier irgendwas zusammenbasteln. Jetzt dürft ihr euch aussuchen. Habt ihr Bock, die ganze Zeit euch Sonic Grave zu geben? Oder wollt ihr doch lieber wieder brauchbare Musik?